Ja, danke schön für die Einladung. Und es ist ja etwas seltsam, eine Gärtnerin einzuladen oder Landschaftsarchitektin einzuladen, um über Kühe zu sprechen. Aber eben, ich komme ja aus dem Kuhland. Ich bin schon ja, als Kind war immer viel im Stall gewesen, zwar nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen, aber die Kühe waren immer um mich herum. Und das war dann auch der Schrecken, als ich Landschaftsarchitektur studiert habe, eben weil ich begeistert war von Natur. Habe ich Vorträge gemacht, auch über die negativen Einflüsse von Vieh, eben industrielle Tierhaltung. Habe auch lange Zeit, als ich dann in den Niederlanden war, vegetarisch gelebt. Aber wurde dann nach 14 Jahren in den Niederlanden nach England gerufen und da habe ich, da gehen wir, hey, das sind Dinge drin, die nicht, naja, das sind Sachen drin, die nicht rein sein sollten, naja. Als ich in England war, habe ich dann für eine südafrikanische Familie gearbeitet, die haben mich zu Holistic Management Kurs geschickt und das war ein riesen Eye-Opener, also da, ja, endlich, die Kühe sind wieder positiv. Die können tatsächlich gute Sachen machen. Wir sind da auf dem Hof von Ian Mitchell Innes gewesen. Und das war interessant zu sehen, eben in Südafrika, also das vorige Bild war überweidetes Land in Afrika. Normalerweise gibt es da nicht viel Gras. Und da plötzlich gibt es Gras mit den Kühen, eben weil der eine spezielle Art hat von Beweiden. Und der Grund war ja dann auch, eben Kühe sollten nicht unbedingt in Konkurrenz sein mit den Leuten, aber die haben einen guten, also mit, wenn die Kühe, die werden in den Feedlots mit Getreide gefüttert und das ist wirklich nicht sehr effizient, aber wenn die Gras fressen, 40% der Landmasse ist Gras und wir können kein Gras verdauen, also dann können Kühe plötzlich wieder Sinn machen und auch, dass die Kühe dann Mist produzieren, der sehr gut ist, der genau das ist, was das Land braucht. Nach Martin Ott eben in der Schweiz, der meint ja dann auch eben, die Kühe machen es erst möglich, dass überhaupt Leute sesshaft werden können. Vorher war es Slash and Burn, also da immer wieder wurde gerodet und angepflanzt und dann mussten Leute weiter, wenn der Boden ausgelaugt war, weil die, oder eben man musste ihn ruhen lassen. Und mit dem Vieh kann man das konstant machen. Und eben in Afrika gibt es natürlich große Flächen, die Savannenlandschaften mit den großen Herden. Da ist nur eine Antilope übrig geblieben auf dem Nika-Plateau. Aber eben als Landschaftsarchitektin bin ich auch interessiert an den Pflanzen. Ich komme dann wahrscheinlich doch etwas mehr von der Pflanzenvielfalt. Oder in den Alpen. Die Alpweiden sind nicht ackerfähig. Aber für Buschen, das hatte ich tatsächlich auch während dem Studium immer als Problem gesehen. Eben, dass die diversen Alpweiden, die können nur überleben mit dem Vieh, aber das ist etwas schwierig da zu halten. Die Bauern können nicht konkurrieren mit dem Weltmarkt, eben amerikanische Bauern oder so großen Flächen. Aber wenn die Kühe da sind, dann gibt es auch die Pflanzen. Und eben jetzt, was die Grundsätze sind, die Prinzipien. Da war Alan Savory, ein Naturschützer von Simbabwe, der hat sich Sorgen gemacht um die Natur in Afrika. Der hat gesehen, dass die immer weniger Tiere und Verbuschung und Verwüstung und hat dann eben Wege gesucht, Land wieder zu regenerieren und hat dann gemerkt, dass die meisten Sachen sind zu einfach,
die Natur funktioniert im Ganzen. Und eben eines, was mich sehr beeindruckt hat, ein Bild war von den Regensimulatoren, wenn man die verschiedenen Böden sieht. Mal schauen. Eben Grünland gepflügt, Zwischenfrucht. Und ich nehme an, dass das Wiese sein soll. Ups. Das piepst. Was oberflächlich abfließt und was Sickerwasser ist und eben die Farbe vom gepflügten Land, das Wasser, das ist, was man ganz häufig sieht in Bächen, vor allem wo es Maisäcker gibt und so. Und dann, da ist beinahe kein Wasser oberflächlich abgelaufen, wo eine Dauerwiese ist. Und das haben wir heute Morgen auch gehört im Vortrag, dass eben Wiesen eigentlich diejenigen sind mit dem höchsten Humusgehalt. Und dass deshalb auch die Wasserrückhaltung groß ist. Und da muss man einfach eine Art finden, das so, eben, und die Art ist in Afrika, diese großen Herden, die werden durch die Raubtiere kompakt gehalten und bewegen. Und das ist, was wir versuchen zu imitieren mit dem holistischen Weidemanagement, dass die ständig weiterziehen und damit dem Gras auch wieder Ruhe geben. Und eben durch das Kompakte wird auch viel, das ist wie ein Rollercrimper, also alles Material, das nicht gefressen wird, wird eingetreten. Und das ist vor allem auch in Afrika sehr wichtig. Eben hier haben wir den Löwen, der glücklicherweise nicht auf dem Nikkei-Plateau war. Und das Timing, dass die Tiere im richtigen Ort sind, für den richtigen Grund und kurz da sind, das ist der ganze Trick, statt Standweide oder dass sie für längere Zeit da sind, wirklich einen Tag oder in Amerika eben die riesen Mobs, die wir auf den Fotos gesehen haben, die sind teilweise sogar nur wenige Stunden da, eben dass sie wirklich beinahe ständig am Bewegen sind, wie diese Herden in Afrika. Und was wir auch versuchen, ist das ist die Wachstumskurve von Gras. Und dann ist klar, dass am Anfang, wenn das Gras kurz ist, muss auch erst aus den Wurzeln regenerieren, bis die Photosynthese gut funktioniert. Und dann geht es potenziell geht es steil aufwärts, bis es dann die Blüten kommen, dann flacht es wieder ab. Und was wir wollen mit holistischem Management ist, wir versuchen so viel wie möglich in dem steilen Bereich zu bleiben, also eigentlich hohes Gras abzuweiden und dann einfach nur die obersten Blätter abzuweiden und so, dass es von den Wurzeln wieder regenerieren kann, schnell. Und das Brittleness ist, ich konnte das nicht übersetzen, eben das ist ab und zu eine Schwierigkeit, weil ich das auf Englisch gemacht habe, die Begriffe kann ich manchmal nicht ganz übersetzen, aber das ist eine Skala von 1 bis 10, eben von feucht bis trocken und dann wie verschiedene Prozesse unterschiedlich funktionieren in Afrika, eben dann das Trockene, wo Niederschläge nicht zuverlässig kommen, kann aber dann, wenn es regnet in Afrika, kann es heftige Niederschläge sein und sehr viel Erosion verursachen. Und eben das sind Regenzeiten, dann kurze Regenzeiten, die kommen oder nicht kommen. Während in England, definitiv wo ich im Moment wohne, da regnet es ständig. Und deshalb, das ist auch viel für, wenn da Fehler gemacht werden, es ist leichter, das auszubügeln. Es sieht doch grün aus. Und das Problem in Afrika ist, wenn es dann regnet, wächst sehr viel auf, viel Biomasse. Aber weil es dann so trocken ist, wenn keine Tiere kommen, um das niederzutrampeln, dann oxidiert das und das steht dann da und verhindert eigentlich Neuaufwuchs. Also haben die jahrelang oder wahrscheinlich Jahrzehnte Feuer gebraucht auf Wiesen, um
all das tote Material abzubrennen. Aber damit geht es auch verloren und kein Mulch am Boden. Und eben, ja, alles geht schneller hier als in Afrika. Das, ja. Und das ist immer ein Satz, der dann eingetrichtert wurde, eben mit dem, das wichtig ist, dass die Weidetiere zur richtigen Zeit, für den richtigen Grund, am richtigen Ort sind oder andersrum. Das ist der Planungsprozess, eben da gibt es dann diese Charts, wo man in der linken Spalte all die Felder einträgt und da wird auch eingeschätzt, wie gut die sind. Und dann oben, das sind die Monate, werden eingetragen, das ist für jeden Tag, gibt es ein kleines Stück. Und da wird im Voraus geplant, eben wo die Tiere sein sollen, unten Großvieheinheiten. Und dann sitzt man vor der Saison hin und überlegt sich eben, wann die Tiere wo sein sollten. Also wenn die kalben, dann ist es gut, die in der Nähe vom Haus zu haben. Und dann sieht man das schon. Eben das hat Alan Seifer übernommen von Sandhurst, von der Armeeplanung, Kriegsplanung, sagt er dann immer dazu. Aber es ist wichtig, eben dass man sich im Voraus überlegt, wenn, ja, was für Ereignisse sind da, weshalb sollen die da sein. Okay. Und dann, eben, ich muss ja zugeben, der Mob, mit dem ich gearbeitet habe, war etwas klein. Das Landgut war 88 Hektar. Und ich war im Prinzip verantwortlich für die Gärten. Ich war Obergärtnerin da. Aber da ich zu dem Kurs gegangen bin und ganz begeistert war, kam ich zurück und wollte eigentlich das einführen in Wolten. Hat aber 5 Jahre gedauert, bis der Bauer zugestimmt hat, weil der hat dann immer gesagt, ja, das funktioniert in Afrika, aber das ist nichts für England. Das ist eine völlig andere Situation. Und nur als dann in 2011 Trockenheit wirklich auch so schlimm war, dass kein Gras war, da hat er dann, ja, vielleicht sollten wir es probieren und haben dann tatsächlich zum ersten Mal eben elektrischen Zaun so verwendet, dass wir die Kühe jeden Tag ein Stück weit weiter bewegt haben. Also der elektrische Zaun ist der Ersatz für den Löwen, die haben wir nicht eingeführt. Mein Hund hat es versucht ab und zu. Ja. Und eben mit damit, wenn die Kühe da drin sind, so zusammengedrängt, dann essen sie auch weniger selektiv. Das ist, was ich festgestellt habe, die Jahre, dass sie einfach frei Zugang hatten. Die gehen dann immer und essen, was sie mögen. Und wenn die dann eine Woche lang in der Weide sind, in derselben Weide, dann wird das völlig verbissen, weil eine Pflanze, die fängt nach 3 Tagen wieder an nachzuwachsen. Und wenn dann das Tier diesen neuen Aufwuchs frisst, dann werden die Wurzeln beschädigt, die sterben ab und dann ist eigentlich, das ist ein Selektionsverfahren, so dass man eine Weide entwickelt, die die Kühe eigentlich nicht mehr fressen am Schluss. Und damit eben, wenn die dann hereingelassen werden, alle haben sofort den Kopf runter und fangen an zu fressen und ja. Und das ist ein Feld, das zusätzlich angekauft wurde, 20 Hektar. Und eben das war dann auch der große Unterschied. Für mich als Schweizerin war das ein Riesenfeld. Ich sagte eben, das war mein kleines Afrika. Und für die südafrikanischen Eigentümer war das, sie hat sich vorgestellt, sie hätte eine Smallholding, einen kleinen Hof. Und ja, das in unserem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da ist ein 80 Hektar Betrieb war ein Großhof und Afrika nicht. Aber das ist, wie wir es gehabt haben, das erste Jahr voller Disteln, also ein riesen Unkrautproblem. Und dann nach 4 Jahren Holistic Weidemanagement sieht das doch etwas anders aus. Also da, das ist nicht nur das Weiden gewesen, aber ich habe auch Heu eingebracht von einer Blumenwiese. Also ich habe etwas geschummelt.
Aber wieder eben das, Oktober 2010, das erste Jahr, als das, diese 20 Hektar dazu kam, und dann 3 Jahre später. Und da war, das war 2011 war das erste Mal, dass das Vieh auf der Weide war da. Und die sind da unten, das finde ich immer so interessant, eben die, die bewegen sich da auf den 20 Hektar herum, und die sind dann limitiert. Man kann, vor denen ist das hohe Gras und hinter ihnen wächst es wieder auf. Also da, ja. Hier ist auf der rechten Seite, wie es aussah, und dann links. Eben, ab und zu haben wir es nicht geschafft, da ist auch viel totes Gras dann. Und eigentlich hätte das früher geweidet werden müssen, aber das hatten wir noch nicht so verfeint, weil die, der Wachstum im Frühjahr, das Wachstum im Frühjahr, da ist uns dann immer das etwas weggewachsen, und auf diesem Feld konnten wir nicht heuen. Weil anders ist das die Möglichkeit im Frühjahr, wenn das Gras schnell wächst, dann ist es gut, einen Heuschnitt zu machen, sodass dann ein zweites Mal rund, dann hat man extra Flächen. Aber da, das ist etwas zu rau gewesen, da konnte man mit den Maschinen nicht rein, also hatten die Kühe ab und zu stehendes Heu, was natürlich nicht großen Nährwert hat, aber für die trockenstehenden Kühe und Ochsen, so ging es. Und das ist mein Raubtier. Die fand es gar nicht. Und das Entscheidende, oder was wirklich ein Vorteil ist, dass wenn man Kühe sonst auf Weide eben großen Stück hat, dann sind die Kuhfladen eigentlich meistens unter den Bäumen, und da gibt es Brennnesseln, und da fressen sie auch nicht mehr nächstes Mal, wenn sie kommen, aber da die dann nur einen Tag da sind, sind die Kuhfladen besser verteilt, und dann am nächsten Tag sind sie wieder im frischen Stück und haben da keine Probleme. Und da in dem Fall war es immer ungefähr 45 bis 60 Tage, bevor die überhaupt wieder auf das Stück kamen. Und das ist auch mit Parasiten viel weniger Probleme, also hat Vorteil. Das wäre eben das Unkraut und Verbuschungskontroll. Ach, Tigra. Wenn die, habe ich auch schon erwähnt, eben wenn die dicht stehen, dann haben die gar nicht so viel Zeit, nur zu fressen, was sie mögen. Sie sind etwas weniger selektiv. Und damit, ja, eben meine Landschaftsgärtner, die helfen, die Verbuschung zu bekämpfen. Also das ist sowieso eigentlich auch, ich nehme an, für Permakultur oder Agroforestry interessant, die Laubheu. Also Kühe fressen auch sehr gerne Laub. Also hier in dem Fall waren es die Weiden, die aufgekommen sind, Beginn der Verbuschung, aber auch Eschen werden sehr gerne angenommen, und ist auch gut für die Tiere. Und eben hier, da war der Bauer nicht so ganz begeistert, dass der Klappertopf reingekommen ist mit meinen Heublumen. Aber die Diversität hat deutlich zugenommen, weil als das Feld aufgekauft wurde, hatten wir von Flora Locale einen einen Pflanzenspezialist da, der meinte dann, wir hätten die 20 Hektar mit Herbizid abspritzen müssen und neu einsäen, weil das war so pur, so arm, artenarm, dass es nicht interessant sei. Aber wir sind biologisch gewesen, und wir haben biologisch gewirtschaftet, dass da war so keine Möglichkeit, das zu machen, auch kein Wunsch, das zu machen. Und ich bin eigentlich ganz stolz, nach 4 Jahren zu sehen, dass es mit Hilfe von den Tieren auch gelungen ist, dahin zu kommen, ohne das alles abzuspritzen. Und eben da gibt es Klee drin. Und dank dem eben limitierten Stück, also dem Mob-Grazing, haben eben die Pflanzen die Möglichkeit, sich zu erholen. Mit jedem Aufwuchs gibt es mehr Wurzeln und eben die Humusbildung.
Gut, ja, hier ist das der Unterschied. Eben das war etwas schwierig, den Bauern zu vermitteln, weil die hatten dann immer die Idee, das muss runtergeweidet werden, alles verwendet, aber dann sieht man, was unter dem Boden passiert. Eben wenn nur halb geweidet wird, dann das stoppt überhaupt nicht, die wachsen sofort wieder weiter. Aber wenn mehr abgegrast wird, dann dauert es erst, dann sitzt es da für einige Zeit, bevor es überhaupt wieder anfängt zu wachsen. Das hat einige Zeit gedauert, bis das eingesunken ist. Neben hier die Leguminosen, die auch dann gefördert wurden. Und das war, wie gesagt, eben, da kann man dann sehen, das Stück, wo die geweidet haben, und drumherum ist alles hoch. Aber die meisten Bauern, war dann die Kritik, eben, dass es viel Arbeit ist, das tägliche Verschieben. Aber die Tiere müssen ja sowieso auch jeden Tag besucht werden da auf dem Feld und kontrolliert. Und dann haben wir halt auch direkt noch einen Zaun verschoben. Und wenn man da in Amerika sieht, man Systeme mit Quadbikes, dass die dann mit Bohren auf die Haspel nehmen, die Zäune, und die werden ganz raffiniert. Wir waren nicht ganz so maschinell. Aber das eben das Heruntertrampeln, also wenn es dann längere Bestände sind, wo sie nicht so wahnsinnig begeistert sind, das alles zu fressen, dann wird es heruntergetrampelt und das füttert dann die Tierchen unter dem Boden. Die sind ja sowieso wahrscheinlich wichtiger als die Kühe, obwohl ich die Kühe sehr schätze. Und eben, ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren bin ich von Walton weggegangen und habe als Abschiedsgeschenk 3 Kühe mitgenommen. Die sind dann auf den Hof gekommen mit der Red Poll Herde dem Fluss entlang. Das sind, wie heißen die, Wasserwiesen. Das Wiesen entlang der Thames, die im Moment, glaube ich, überflutet sind, aber im Sommer eben ideal. Und dann kommt es auch darauf an, was für Typ Tier man hat. Also das ist eine meiner Kühe und die ist jetzt die hat frisch gekalbt und dann muss sie gutes Futter haben, und die Tiere, die haben dann wirklich nur die obersten Spitzen, die wertvollsten Teile. Und dann können sie wieder weitergehen. Das ist gutes Futter mit den. Ja, ich habe es beinahe geschafft. Aber eben das Wichtigste, oder die wichtigste Erfahrung für mich war, mit den Bauern zu arbeiten. Das sind die 2 Bauern, mit denen ich eben erst in Waltham und dann später in Wallingford gearbeitet habe. Und beide waren eigentlich sehr skeptisch, dass das System funktioniert. Das waren erfahrene Bauern und die hatten überhaupt keine. Also erst waren sie, es hat eine Weile gedauert, aber wenn man die dann mit ihnen mitarbeitet und die sehen, die können das beobachten, und dann die Begeisterung war ganz klar dann. Nach einer Zeit, eben wenn man sie mal überzeugt hatte. Okay, wenn noch Fragen sind. Ja, vielen Dank, Beatrice. Wunderbar. Wir haben jetzt noch die Zeit für die Fragen. Ja, moin, vielen Dank, war sehr schön. Eine Frage, wie viele Tiere pro Hektar weiden, während eingezäunt ist? Oder pro Quadratmeter? Also, wir haben es nicht so, so genau, das war mit den Bauern immer, die hatten dann wir haben etwas geschaut und abgemessen, und jeden Tag, wenn man kommt, dann sagen, das war offensichtlich zu wenig, wir machen etwas mehr, aber etwa 10 Quadratmeter pro Kuh bei den Weiden. Aber im Prinzip, was die Idee ist, eben wenn jedes Mal, wenn man da wieder zurückkommt, ist eigentlich besser, und im Prinzip sollte die Besatzstärke zunehmen, sollte möglich sein, um da zuzunehmen. Aber es ist auch, wie schon erwähnt, ein Problem etwas mit der Fluktuation, also wie das Gras wächst über die Saison. Also
Wir hatten ab und zu Probleme dann in der letzten Hälfte der Saison, wenn der Gras, wie heißt das, die Zeiten länger wurde, da, bevor man zurück konnte. Da haben wir noch nicht erreicht, dass wir das Gleichgewicht hatten at Waltham. Also eben beim Mob Grazing ist es zum Teil bis 250 Kühe, 500 Kilogramm Kühe. In meinem Fall eben, das waren Jersey-Kühe. Die sind relativ leicht. Ich habe was gehört von Kühen, die 800 Kilogramm sind und mehr. Aber eben 250, 500 Kilogramm Kühe pro Hektar für einen Tag. Ja? Also die Kühe in Afrika, das waren Fleischrinder. Aber ich glaube, die werden dann einfach nicht ganz so weit. Und ich habe auch eben die Oppenheimer-Familie, für die ich gearbeitet habe, die haben in Südafrika Nguni-Rinder. Das sind die einheimischen südafrikanischen Rinder von den Zulus. Und die sind eigentlich, eben die geben auch Milch. Es sind Zweinutzungsrinder dann. Aber was wir gesehen haben, eben bei Ian Mitchell, das waren eigentlich diese Hybriden, Brahma, also das ist dann auch Taurus Indicus mit dem Hump, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, die haben ja häufig den Fehler gemacht, dass sie auch auf europäisches Vieh umgestellt haben, die aber nicht angepasst sind. Und eben die mussten dann immer gegen Zecken behandelt werden. Und die sind ständig, was sie sagen, gedippt. Und das versuchen sie auch mit Holistic Management, dass sie nicht mehr all diese Behandlungen machen, sondern selektieren. Halt diejenigen, die anfällig sind für Ticks, Zecken, die werden ausselektiert und dass man resistente Tiere aufbaut. Wobei das natürlich etwas ein Problem ist, wenn man eine ganze Herde hat von anfälligen Tieren, dann kann man ziemlich viel verlieren. Aber auf lange Dauer ist es sicherlich korrekt, eben auszuschließen Tiere, die nicht angepasst sind an das Klima. Hier habe ich auch noch eine Frage. Ups. Ja. Oder mehr Anregungen. Ja. Ich befasse mich auch schon länger mit dem Thema. Ich habe mit einer Witzenhäuser-Professorin darüber diskutiert, von wegen das System kommt aus Afrika und so weiter, ob das denn hierher passt. Und ich wusste, dass es eigentlich gar nicht hierher kommt, also gar nicht aus Afrika kommt, sondern eigentlich aus Frankreich. Nordfrankreich, aus der Bretagne. Aus den 50ern ist da die Forschung eigentlich geendet mit der Industrialisierung. Und dann wurde es nach Afrika verschleppt sozusagen und jetzt wieder hierher. Und da war die Aussage von der Professorin, das Potenzial dieses Weidemanagements hier, wo wir so viel Regen haben, ist viel, viel höher als in Afrika. Also es passt eigentlich hier noch viel mehr her. Ja. Das, Darren Doherty, ein regenerativer Landwirtschaftsausbilder, der aus Australien kommt, sagt, das ist unter den Werkzeugen, die wir haben, Boden aufzubauen, das Effektivste von Energieinputs zu Bodenaufbau sozusagen, ja. Und in Nordfrankreich gibt es auch ein sehr aktives Netzwerk, die genau dieses Weidemanagement anwenden und die, so auf, weil es eine große Bewegung ist, ein Gesetz durchgebracht haben, dass sie Ackerland dauerhaft in Grünland umwandeln können. Mit der Erlaubnis ist dann auch über 4 Jahre hinaus jederzeit wieder in Ackerland umwandeln zu dürfen. Aber niemand macht es, weil sie mehr wirtschaftliche Erfolge haben mit ihren Milchkühen als mit dem Ackerbau. Ja, ich habe auch in Südafrika, bei Cape Town, bin ich auf einem Betrieb, Permakulturbetrieb gewesen. Da haben sie Weintrauben rausgerissen, haben Holistic Management gemacht. Das war mehr Ertrag als mit Wein. Und das stimmt auch, eben André Voisin ist der französische Wissenschaftler, der in 58 oder in den 50 Jahren das publiziert hat. Und das Ironische ist, dass Alan Savory sagte auch in seinem Vorwort, eben, dass er das Buch eigentlich jahrelang im Schrank hatte und dachte, das hilft mir nichts.
in Afrika und hat dann lange gebraucht, bis er gemerkt hat, dass eben Gras wächst eigentlich überall das Gleiche. Also, und eben Gras und Tiere sind zusammen, Gras und die Weidetiere, die Evolution, eben, die haben sich zusammen entwickelt. Und das funktioniert einfach dann mit Ruhezeiten etwas unterschiedlich. In Afrika ist es vielleicht nur einmal pro Jahr, wo wir haben 30 bis 60 Tage Ruhezeit. Also das ist der Unterschied. Aber dass Gras Ruhezeit braucht, das scheint eigentlich logisch zu sein. Ja.